Frau Bundesministerin. So Elisabeth Kittel von den Grünen in Wien. Die Erhöhung der Besoldung beim Heer würde die Arbeit beim Bundesheer adäquat honorieren, sagt sie. Sie vermisse jedoch Anreize für Frauen und die Ministerin ist am Wort. Der Herr Bundesrat Leinfellner hat hervorgestrichen, dass es durchaus ein großes Interesse meinerseits am österreichischen Bundesheer gibt. Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Und in diesem Zusammenhang darf ich auch unseren Soldatinnen und Soldaten ein ganz großes Dankeschön dafür sagen, dass sie nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie Außerordentliches leisten, für Schutz und Sicherheit sorgen und jederzeit bereit sind, sich für unser Land und die Menschen einzusetzen, sondern dass sie eben auch generell in unserem Land eine zentrale und ganz bedeutende, wichtige Rolle spielen. Ein großes Dankeschön dafür. Meine Anwesenheit heute hier im Hohen Haus begründet aber vor allem meine Zuständigkeit als Zivildienstministerin. Sie wissen, der Zivildienst ist ein Wehrersatzdienst und damit ist die Anpassung der Besoldung von Präsenzdienern mit der Novelle des Herrn Gebührengesetzes eben auch mit Auswirkungen auf den Zivildienst und die Vergütung der Zivildienste behaftet. Der Verfassungsdienst hat ja eine vergleichbare Vergütung bei vergleichbaren Einsatzvoraussetzungen und entsprechenden Belastungen für geboten erachtet. Das trifft auch auf die außerordentlichen Zivildienstleistungen hinzu, zum einen einmal für die Verlängerten entsprechend der Aufschubpräsenzdiener und für die Freiwilligen entsprechend der Einsatzpräsenzdiener. Das heißt, wir nehmen hier eine notwendige Anpassung an, schaffen einen wichtigen Schritt hin zu mehr Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit. Ich freue mich, dass im Verteidigungsausschuss und dann auch im Nationalrat alle Parteien ihre Zustimmung gegeben haben und ich hoffe, das wird auch hier im Hohen Haus so sein. Abschließend erlauben Sie mir auch unseren Zivildienern ein ganz großes Dankeschön auszusprechen. Wir haben ja im letzten Jahr das erste Mal in der Geschichte der Zweiten Republik einen außerordentlichen Zivildienst ausgerufen. Die Zivildiener haben damit auch gezeigt, dass sie eine ganz wichtige strategische Reserve in unserem Gesundheitssystem sind, dass wir auf unsere Systeme verlassen können, auf die Blaulichteinrichtungen, auf die Pflegeeinrichtungen, auf die Krankenanstalten. Vielen herzlichen Dank. So, Ministerin Elisabeth Köstinger, die ja ein großes Portfolio hat.